Hey Leute, die Weihnachtsmärkte sind eröffnet, Schnee lag schon auf den Straßen, noch ein paar Tage, dann ist Weihnachten. Und neulich bin ich die Treppe runtergelaufen und ist mir eine Sache aufgefallen. Ich habe jetzt schon zugenommen. Ich meine, es ist ja okay, wenn man so nach Weihnachten, nach Silvester ein bisschen zunimmt, aber jetzt, das ist schon bitter. Natürlich kann man dann das Früchtemüsli gegen Basismüsli austauschen oder einfach noch weniger vom Basismüsli essen. Aber man kann auch noch eine Sache machen. Man kann Sport machen. Für diejenigen, die mein Vorstellungsvideo schon gesehen haben, die wissen, dass ich echt gern Sport mache. Und genau darum soll es heute gehen. Was es alles im Hochschulsport in Erlangen gibt und welche Sportarten ihr unbedingt anschauen solltet. Nun, für diese Episode habe ich mich mal hingesetzt und habe alles mal durchgeblättert, was es für Angebote gibt. Und wow, es gibt richtig viele Sportarten und ganz schön viele, von denen ich auch noch nie etwas gehört habe. Doch bevor es in die verschiedenen Unisportarten geht, geht es erstmal zum Unigelände. Denn auf der Sportuni, da gibt es unglaublich viel so schon zu tun. Deshalb schauen wir da erstmal vorbei. Denn auf dem Weg joggen viele, da drüben kann man Frisbee und Fußball spielen und ansonsten gibt es noch einen riesen Kletterturm und Volleyball und einen Calisthenics Park. Im Sommer geht es hier richtig ab, aber auch im Winter gibt es einige Leute, die I was blood, sweat and tears in my mother's ears. Afraid to tell my father any of my fears. He was such a marine. Aber für diejenigen, die sagen, hey, das ist jetzt nichts für mich, da komplett frei irgendwo trainieren zu gehen, für die gibt es eben die Kurse. Und da würde ich erstmal mit einem Kurs anfangen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich die Sportart schon jetzt seit 8 Jahren mache. Früher war ich auch mal Trainer. Und ich würde sagen, auf geht's. Und zwar ist es Parkour. Und für diejenigen, die sich nichts darunter vorstellen können, auf geht's. Aber zu Parkour gehört mehr als nur coole Tricks. Denn das Ganze braucht jahrelange Erfahrung. Und alles hat mal klein angefangen, indem man einfach anfängt, seine Ängste zu überwinden. Von Kasten zu Kasten, von Mauer zu Mauer. Zu jeder neuen Challenge gehören Befürchtungen, sich verletzen zu können. Doch genau dafür trainiert man ja, dass man sich nicht verletzt. Und dieses Selbstbewusstsein, dass man mit seinem eigenen Körper das Ganze kann, baut man einfach über die Jahre auf. Und das baut man alleine auf und auch eben zusammen. Deshalb kann ich Parkour wirklich nur jedem empfehlen, weil ich einfach weiß, wie sehr es mir geholfen hat, Selbstbewusstsein aufzubauen. Ob es eine Klausur ist, eine Präsentation oder auch einfach nur ein hübsches Mädel in der Mensa ansprechen. Aber das ist ja generell so mit Sport. Deshalb bin ich einfach mal ein bisschen in der Uni rumgelaufen und habe geschaut, was es eigentlich so für Sportarten gibt. Und da bin ich einfach mal zum Badminton reingegangen. Was ich eigentlich am faszinierendsten fand beim Badminton war, dass das ein komplett offener Kurs ist. Die Leute kommen, die Leute gehen, man redet zusammen, hey, kann ich mit dir aufs Feld? Und ich fand es einfach nur geil, dass die Leute kommen und abends einfach für ein paar Stunden mit ihren Freunden Badminton spielen. Ein paar Türen weiter bin ich dann wieder irgendwo reingelaufen und da war ich dann Tatsache beim Tanzen. Und habe mir einfach mal das Tanzen so ein bisschen angeschaut, wie das abgeht. Ich persönlich habe natürlich auch meinen Grundtanzkurs gemacht für den Abschlussball, aber ich habe auch echt vieles schon vergessen. Und dort fand ich das einfach saugeil, wie entspannt die Atmosphäre war. Jeder hat so irgendwie seinen Partner gehabt und hat einfach mal drauf losprobiert. Und ich meine, ja, darum geht es ja in einem Kurs, dass man einfach Sachen ausprobiert. Und das fand ich einfach mega inspirierend, dass die einfach eine geile Zeit hatten. Und dann bin ich auch wieder ein paar Türen weitergegangen und dort dachte ich eigentlich, dass ich auf Ballett treffe. War aber Rope Skipping. Ja, ich habe es manchmal nicht so mit organisatorischem, aber ich dachte mir, hey, schaue ich auch mal dazu. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch, weil es ist halt nur Seilspringen und ich meine, so nach 10, 15 Minuten wird mir auch persönlich langweilig. Aber gut, ich wollte mich dem Ganzen offen geben, deshalb habe ich ein bisschen zugeschaut und war richtig faszinierend, was die alles mit einem Seil machen. Beziehungsweise bei manchen Bewegungen stand ich dann am Rand und habe dann überlegt, wie funktioniert das? Bis ich dann nach Hause gekommen bin und es unbedingt probieren musste, um zu gucken, ob ich es kann. Also deshalb auch da Hochachtung an die Leute, dass die das mit dem Takt, mit dem Seil und der ganzen Koordination hinbekommen. Am nächsten Tag wollte ich dann wieder in meinen Sportkurs gehen und das ist Airtrack. Was nichts anderes ist als Tricking. Und Tricking ist eigentlich so etwas wie Bodenturnen, bloß krasser, aber seht selbst. Nun ja, und auch wie beim Parkour fasziniert mich eigentlich beim Tricking, dass man nichts anderes braucht außer seinen Körper. Klar hat man den Boden, aber ansonsten die ganzen Rotationen und sonst etwas, das hat immer viel mit Angst zu tun, mit Überwindung und sich da einfach Step für Step rantrauen, hilft mir wirklich sehr. Ich bin zwar auch noch in anderen Unisportkursen angemeldet, zum Beispiel in der Sauna, aber wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, kam da die Kamera nicht ganz so gut an. Aber zu guter Letzt dachte ich mir, eine Sache will ich noch mitnehmen und zwar eine Sache, die mich auch immer irgendwo gereizt hat, aber meine Eltern haben gesagt, da darf ich nicht hin. Und zwar, das ist das Boxen. Und was ich da so gesehen habe, nun ja, seht selbst. Und das Boxen selber sah unglaublich hart und anstrengend aus. Die Leute sind klitschnass rausgelaufen und haben einfach nur alles gegeben.
Also falls ihr irgendwelche Vorsätze für das neue Jahr habt und die eventuell auch etwas mit Sport zu tun haben, dann checkt auf jeden Fall mal die Unisportkurse aus. Ihr könnt da immer kostenlos einfach vorbeischauen und einfach mal gucken, wie das Ganze so abläuft. Und dann könnt ihr euch ja fürs nächste Semester anmelden. Also ich persönlich finde es tatsächlich gerade ein bisschen schade, dass ich gar nicht so viel ausprobiert habe. Aber ich habe ja noch ein paar Semester Zeit. Das war es jetzt erstmal von mir. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und des Weiteren wünsche ich euch schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch. Bis dann.